Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, aber mit mir schaut ich mal vorstellen. Ja. Also, wir sind hier am 5. Spieltag gegen Drake. Ja, 5. Spieltag, die letzten beiden Spiele haben beide gewonnen. Vor allem der Vollz war halt schon ganz heftig da mit dem 6-0. Letztlich wieder ging es ja ein 3-0 ausgehen, Logi. Jetzt treten wir mit diesem Team an, um in die Umfeld unseren dritten Winner reinzuholen. Ich kann jetzt noch die Mons zeigen. Weil es vielleicht wieder keine kein Teambuilding gibt, da muss ich dann gucken, ob ich das noch mache oder nicht. Also, wir haben einmal hier Terra mit Steinkanone, Nahkampf, Tarnstein und Schwertanz. Die Sache ist, mit Steinkanone, Nahkampf treffe ich eigentlich alles ziemlich gut. Besser als wenn ich da irgendwelche Coverage-Moves drauf spielen würde. Und nach dem SD gehe ich da auch ziemlich durch das Team. Ha, noch Rocks, weil ich auch keinen anderen Mann dabei habe. Ich brauche kein anderes Mann aus dem Team, die kann. Im Regal, ja, typischer Defogger wieder. Ich glaube, ich habe bisher immer so ein Set irgendwie gespielt mit Voltwechsel, Hydropumpe, Beirrlicht und Auflockern. Das ist auch nichts für mich besonderes. Das hat Fist Dev ausgelegt. Sneeble mit Eisverfall, Abschlagverfolgung. Eisspieler ist halt schneller als jedes seiner Mons, weil sein schnellstes Mon hat eine 110er Base. Sneeble hat 115. Und ja, ich hoffe, der kann wieder ein bisschen abreißen. Ist aktuell unser zweitbester Killer hinter Terra. Dann haben wir Banette dabei. Ich hoffe, dass der vielleicht diesmal ein bisschen mehr machen kann, als einen Abschlag zu fressen. Der auch ganz geil sein kann, vor allem wenn der sowas wie Kyurem oder Kyurem Black oder so mal burnt. Und ja, mit Dunkelklau machen wir auch ganz ordentlichen Schaden gegen Mega Sableye. So. Mitosis mit Drachenpuls, Schlammwoge, Fokusstoß und Drachenroute. Ja. Ist halt auch wieder Coverage und Drachenroute ist, falls sich das zu billig zu setupen, da ich es dann aus der Arena fegen kann. Weil ich keinen Bock habe, gegen Setup zu spielen. Und Obliteration. Obliteration ist auch richtig gut. Vor allem so ein Zwecks Feuersturm tut einfach fast dem gesamten Team unfassbar weh. Ja, ich würde sagen, das Team nehmen wir an jetzt. So. Heute ist keine Facecam, ich hatte gerade nicht mehr groß Zeit, die noch kurz aufzubauen, weil es immer ein bisschen dauert. Dann nehmen wir noch kurz ein bisschen Musik aus hier. Nehmen wir mal Top 4. Deck ist fertig, dann werde ich mir gleich mal seinen Mons aufschreiben. Er hat dabei Megazobiris, das war mir schon klar. Aber ich sehe jetzt gerade schon Tower sich dabei, das finde ich ziemlich gut. Bronzong. Kyurem. Ich glaube, aber ich sehe es jetzt, ich glaube jetzt schon, dass ich wahrscheinlich gleich mit Banette leaden werde, weil ich hier sehr gute Matchups sehe für Banette. Weil Sache ist, wenn sowas wie Kyurem reinkommt, kann ich das Ding direkt burnen. Bei Psyana drücke ich einfach direkt Dunkelklaue, weil ich mit alles gut hitten kann. Ich liebe mit Nightwielder. Ganz klar. Fortline, Regalia, Obliteration, Mitosis und Deathpoint. Vielleicht kriegen wir direkt ein gutes Matchup am Anfang, so wie Florges oder Psyana, das wäre ziemlich geil. Weil ich gegen Florges wahrscheinlich auch direkt erstmal Dunkelklaue drücken würde. Weil es ja recht safe ist, dass das Ding dann rausgeht. Ich werde jetzt nicht zu Beerus oder so, da hätte ich jetzt absolut keinen Bock drauf. Nightwielder. Hawkins, das ist... Och nee. Oh mein Gott, der Zubiri ist neat. Hätte ich absolut nicht erwartet. So, da muss ich jetzt direkt raus und gehe auch direkt in Mitosis. Keine Ausrede, nichts anderes. Ich muss jetzt in Mitosis gehen. Falls jetzt irgendwie Gedankengut oder Toxin oder was auch immer kommt, ich brauche jetzt Mitosis.
Und ich nehme mich mit Mitosis. Und gleich mal einmal direkt auf den Drachenpuls gehen. Er hat zwar mit Bronzehorn eine Resistance, aber gegen Bronzehorn kann ich da auch einfach rausgehen. Und falls er drin bleibt, kann ich dem Ding erstmal guten Schaden drücken. Wohin geht er? Judge, das wird dann wahrscheinlich Bronzehorn sein, oder? Jo. Ich meine, wir gerade mal ein bisschen safe spielen, mal ein bisschen gucken, was er so macht. Hier kann ich mir schon aufschreiben, dass Sobiris zu WoW hat. Aber was aber auch schon recht klar war. Und das war an sich ganz guter Schaden auf das Swansong. Ist es Fistef? Ist es Fistef? Weil Schaden, mehr Schaden als ich erwartet hätte. Bronzong. Also gegen Spätzle wäre das halt viel zu viel gewesen gerade. Wird schon etwas physisch defensiver sein. Wobei ich überlege, wofür dann eigentlich bei mir im Team? Ah, egal. Jo, ich gehe, glaub, einfach mal in Regalia. Er hat keinen Ground-Tap dabei, heißt, ich kann mit Regalia in 4v switchen. Und er geht in Kaido. Das ist wahrscheinlich Kyurem, oder? Ja. Also jetzt ein bisschen kritisch. Aber ich dachte, wenn er mobile zu Willow und ich glaube nicht, dass er mich one-hitten kann. Ich meine ja Papa Berry. Und wenn ich ihn gewillowt habe, kann ich theoretisch. Soll ich vielleicht ins Diesel gehen? Hier ein Sneasel. Sneasel ist nicht so unfassbar wichtig in dem Kampf und vielleicht kann ich den ja direkt knock offen oder so. Wenn ich was tank, kann ich halt auch mal. Er kann auch sein, dass ich einen Low-Kick habe und er killt halt direkt. Okay, was kommt da jetzt? Z-Earth-Power. Hätte ich die Mühe also doch mitnehmen können. Mein Team ist ziemlich ground-weak, das war ja selbst. Rip Sneasel einfach. Weil der Move speziell ist. Jo. Aber ich werde direkt auf den Eisterpagel gehen. Sowas von. Was kommt rein? Dann kann ich nicht in Bronzehorn gehen. Jo, das Ding ist weg. Wenn ich hätte, ist das Ding weg. Hundertprozentig. Oder auch nicht. Okay, es war weniger als ich gedacht hätte. Die Sache, will ich jetzt nochmal Icicle crashen oder will ich jetzt auf den Knockoff gehen, weil es ja irgendwas jetzt in Bronzong geht. Ich glaube, ich gehe jetzt auf den Knockoff. Weil ich glaube nicht, dass der Floggis jetzt verlieren will. Oder geht auf den Protoss, kann natürlich auch sein. Ich gehe auf Abschlag. Okay, komm, will ich. Das Schutzschild. Ich dachte, die haben mal rausgegangen bei Nate oder so. Okay, mein Google Assistant hat sich erstmal aktiviert. Er weiß, dass ich ein Lifehopper heißt. Ja, jetzt türisch gucken, ob er jetzt irgendwas reinholt, wo er weiß, dass ich es nicht hitten kann. Er weiß aktuell noch nicht, was ich nicht hitten kann. Hier ist einmal Mitosis. Ich kann nachher noch mal einen Hit mit Deathpoint setzen. Und dann, was geht da? Zubiris, oder? Ace, das ist. Oh, das ist nicht gut. That's not good. Der killt mich da auch nicht, oder? Der Geige ist jetzt auch nicht so unbedingt das Mon in dem Matchup. Also auf Level 50 kann er mich Bandit einfach ziemlich mit nix killen. Bulldoze killt auch nicht. Und Sludge Wave macht ordentlichen Schaden. Ich kann gucken, was der jetzt einsetzt und dann. Und dann auch Robbery Bandit ist. Delegator, okay. So nicht mehr Friend.
kann jetzt auch nicht auf Dragon Tail gehen. Ich will gar nicht auf Dragon Tail gehen, weil ich mir vorstellen kann, dass er jetzt rausgeht. Aber das Gute ist, er ist schon mal nicht gebandet. So, das müsste aufschreiben, weil ich jetzt mittlerweile weiß. Earth Power. So, Flawless hat Protect. Ist mir jetzt auch. Das ist aber jetzt alles, was wir mittlerweile ja haben. So. Ich auf den Fokusstoß. Och nee, ist es so ein Ding, oder was? Kann ich mit Bulldoze nicht killen, aktuell. Mit Snowmatch auch nicht. Okay, was kommt rein? Judge. Hätte ich jetzt nochmal Focus Blast gedrückt. Ich lege jetzt auch meine Obliteration rein. Cool, er hat Capoeira nicht dabei. Heißt, Psyana das einzige Mal, was er jetzt dabei hat, was schneller ist als Terra. Nehme ich voll, er hat keine Resistance-Karte. Also, ja, Entei, aber Entei, der wird auch nicht so viel fressen von Tornupto, oder? Da Flotion, Obliteration. Mal halt trotzdem über 40%. Feuersturm, go. Fuck, ich hab hier. Ich sehe gerade, ich habe meinem Gen, glaub, die HP verkackt. Habe jetzt keine HP Ground, sondern eine HP Dragon. Scheiße. Hier ist halt ein Kalk. Scheiße. Weil dann also die HP Ground. Ja, ist ja eine HP Ground, ne? Wie hole ich so, aber das ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste. Terra ist hier der Matchwinner. Dafür muss Psyana theoretisch. Er muss Psyana weg. Raiju, das ist Flawless. Und wird trotzdem geshootshottet. Oder vielleicht sogar One-Shot. Keine Ahnung, wie viel ich jetzt mache. Und ist es ein Kill? Nein, ist es nicht. Du wirst zu 100% der Protect kommen. Ich gehe in Nightwielder. Muss vielleicht auch zwischendurch immer mal defoggen mit Rotom, aber vorerst waren die Rocks noch kein so großes Problem. Ja, Lefties, ich hab's schon gesehen. Schutzschild, jo. Sache ist, Zubis ist noch nicht gemegert, heißt, wir können ihm noch richtig schön viel Schaden mit der Dunkelklaue machen. Pantora wäre irgendwie auch lustig gewesen, aber das wäre blöd gewesen, wenn er Tauros auch gehabt hätte. Und der wirft jetzt tatsächlich Flogges ab. Wie es aussieht. Oder er setzt aber nochmal Schutzschild ein. Und was von dir frisst jetzt Schaden, mein Freund? Irgendwas frisst jetzt Schaden. Und muss jetzt leben. Ich gehe auf Gang schon, wenn Bronzor noch am Leben ist. Vor allem, weil ich außer Flawless eh alles mit Shadow Claw viel besser hätte. Ach man, jetzt mach doch mal. So, Enter ja auch Lefties. Hat Bronzo schon ein bisschen was eingesetzt? Hat die Rocks gemacht vorhin.
Sarah's Vlog ist halt auch sein Tieffogger. Deswegen, ja. Aber wenn ich nachher mal gegen so Ente oder so mal Terra reinbekomme, dann wird's echt lustig. So auf dem V-Switch oder so. Und Kyurem. Dann ist Holland in Not, wenn Terra mal Bock hat. So, okay, was geht da? Sora, das ist Psyana oder was? Tschüss, Psyana. Bald hat auch mal einen Kill, danke. Ja. Psyana war auf jeden Fall der wichtigste, das wichtigste Mon bei ihm, kann man jetzt schon mal sagen. Ja. So, gegen Hawkins. Muss immer auch mal die Folge machen. Ich gehe jetzt erstmal in Mitosis wieder. Vor allem jetzt wird er ein Problem haben mit Terra. Spukball, der macht nichts. Außer Spezif Drops. Geil. Haben wir jetzt wieder Bronzung oder? Ja, wieder Judge. Ja, ich will jetzt mal gucken, wie viel macht jetzt ein Focus Blast gegen das Ding. Der ist Fist-Def, hundertprozentig. Ach, Alter, Nature Bolt, so. Dragalge. So Focus Blast so wenig macht einfach. Was ist da los? Oh, ich brauche jetzt meinen Defog hier. So, EQ hat er also auch. Und es kommt Kyo, oder? Ja, Reyu, das sollte Kyo sein, oder? Nee, das ist das Ding. Ach nee. Yay, Lefties. So. Hier wieder Nightwielder. Der gewinnt das Matchup normalerweise. Ja, Wish kommt. Ich kann halt gegen Barnett nicht in Bronzong gehen. Das kann er nicht tun. Aber er wird halt jetzt, er wird halt wieder in Subiris gehen, wahrscheinlich. Bronzong ist zwar ein bisschen abschreckend, um Gangshot zu drücken, aber er kann es nicht machen. Und dann weiß er, dass jetzt ein Dank Lugia Cloud tankt, heißt. Wieder geht er jetzt raus in Subiris und er bleibt drin. Milter Watches. Zweiter Kill für Barnett. Ehren-Barnett. Absolutes Ehrending. Hawkins.
Ich gehe in Obliteration. Der wird nämlich mittlerweile auch immer besser, da ich jetzt auf Flawless weg ist. Upsa. Ist nicht so ausgetappt, ich meine, ob er das gerade gesehen hat. So. Obliteration kommt rein. Okay, er geht in was? Er geht in Ace. Das ist Entei. Jetzt so eine HP Ground wäre geil, ne? Aber ich glaube, wait. Also, da gab es doch safe mal wen, der irgendwas mit dem Gen verkackt hat oder so. Ah, aber ich war das safe nicht, ne? Wenn die Evian auf Feligato geht, kann ich ja hier auf Flammenwurf gehen. Und ich habe ein Regal hier. Der ist tatsächlich Full Speed. War ja ziemlich praktisch für ihn, weil er so seinen Delegator nicht wirklich ausnutzen kann. Schnellere Delegatoren sind immer scheiße. Ja, mach Toxie, my friend. Ich darf ihn halt keinen Sub rausbringen lassen. Wenn ich zum Beispiel in Rotom oder so gehe. Oder in Terra. Ja, Schutzschild. Jetzt hätte ich rausgehen sollen. Jetzt hätte ich halt rausgehen sollen. Und jetzt will er subben. Oh, das ist so eklig, Mann. Das ist so scheiße eklig. Was geht auf Delegator? Alter. Das ist mal ganz ernsthaft, wie bist du auf die scheiß Idee gekommen, so was Ekliges zu spielen? Leute, ich spiele Subprotect Tox, das ist Skillheft. Alter. Ich gewinne das Matchup. Ja, wahrscheinlich saulow raus am Ende aus dem Matchup, aber ich gewinne das. Los, geh auf Sub. No. Obliteration, wenn ich ein Matchup gegen Entei gewinnt. So. Was für eine Range ist denn der jetzt? Der geht jetzt doch 100% auf den Protect. Der muss auf Protect gehen. Fortline. Och nee, Alter. Bin ich wieder da. So, jetzt habe ich leider nicht gesehen, was er gemacht hat. Aber wahrscheinlich Protect gewesen sein. Und ich überlege gerade, soll ich jetzt auf den Nahkampf gehen, auf den Steinkern oder auf den SD? Ich werde jetzt hier die nächste Chance nutzen, um sich wieder zu setupen, deswegen gehe ich auf Nahkampf. Und damit ist Entei auch weg. Und der nächste Kill für Terra. So, jetzt muss er eigentlich mit Zubiris rein. Jo, das war jetzt klar.
Okay, ich komme auf jeden Fall nicht 6-0 raus, das weiß ich jetzt schon. Also. Ich gehe jetzt in Death Point, werf den ab. Danach gehe ich in Obliteration durch Fire Blast. Und durch den Toxin werde ich irgendwann einen Free Switch in Terra generieren. Am besten nicht während Zubiris drin ist. Wobei, Sache ist halt, wenn Zubiris low genug ist, drücke ich einfach einen Set Move und der ist weg. Ich glaube, ein Toxin Tick lebe ich noch. Also entweder geht das Ding jetzt low oder ich kriege einen Free Switch in. Ja, einmal Protect. LOL, auf allen Protect spielen ist voll heftig und so. Jetzt einfach auf 3 Mons Protect. Junge, was ist falsch mit dir? Ja, du bist jetzt. Am besten miss ich jetzt noch. Das wäre jetzt noch der. Ist noch die Krönung. Wenn das noch belohnt wird. Ich muss mal erwähnen, dass Zubiris, Mega Zubiris Design einfach perfekt zu so einem zu. In diesem Spiel passt. Man versteckt sich hinter Schilden oder Delegatoren, während man so langsam hinter rausguckt und sieht, wie der Gegner verreckt. Cool. Das ist ein Spielstil, den ich geil finde. Junge, jetzt mach doch einfach. Jetzt fang ich nicht auch noch mit Time Stall, Alter. Es kann nicht so. Bist du jetzt noch am Kalken, was welches von deinem Monsterstürm am schlechtesten überlebt, oder was? Er tut allem weh und vor allem ich verreck jetzt dran. Und kann jetzt nicht in Terra gehen. Und Kaido kann mich normalerweise nicht killen, wenn ich in Terra gehe. Und dann habe ich eigentlich gewonnen. Das Ding ist so brutal. Alteration, bester Pick einfach. So. Ich gehe jetzt in Fortline. Und gehe auf einen SD. Wenn ich jetzt nichts übersehen habe, habe ich es jetzt gewonnen. In Hawkins. Genauso wie es soll. Und apokalyptische Steinpresse. Go. Und das Ding ist weg. Bloß zwei Kanäle zu tanken. In keiner Welt. Fortline hat Bock. Apokalyptische Steinpresse, go. Weg. Terra, ich liebe dich. Terra, ich liebe dich. Und bisher 2 Kills Terra, 2 Kills Banette. In dem Kampf. So, Nahkampf. Alter, Faultline, du bist einfach ein Gott.
So. Das muss hier noch reinkommen und dann habe ich es gewonnen. Bronzung auch weg. Junge. So. Und ich würde sagen, Fortline holt sich dann hier jetzt seinen 9. Kill oder so. Und wir holen ein 5-0 gegen Drake. Alter, nach diesen zwei ersten Spieltagen, ne? Jetzt drei so. Ich will jetzt nicht sagen dominante Siege, aber halt trotzdem. Oh ne, waren 4-0, okay. Ich hab auch noch Dinger verloren. Wer waren es noch? Ich habe Sniper abgeworfen und ich habe Torpedo abgeworfen. So. Ja, was gibt's noch groß zu sagen? Terra ist einfach das beste Mon. Man hätte auch mal eigentlich gezeigt, was es kann. Und ich glaube dabei, ich bin froh, Typhlosion als Fire-Type zu haben. Weil der legit komplett underrated ist. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche. Beim Kampf Nummer 6. Ich weiß ja noch nicht ganz genau, wie das ist, aber auf jeden Fall werden wir es dann sehen. Und, also ihr werdet mein Video sehen, lol. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.